Das ist ein Hohn gegen viele Leute, die jeden Tag zur Arbeit aufstehen, hingehen, arbeiten, sich reinhängen und deutlich weniger Geld nach Hause bringen. Das ist ein Hohn gegenüber allen Rentnern. Bundesweit, die Durchschnittsrente liegt bei 1500 Euro. Aber wie gesagt, das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, in ganz vielen Regionen wird deutlich weniger, auch teilweise unter 1000 Euro. Und wirklich, das ist eine Verarsche, sondersgleichen, dass solche Leute, die keine Bereitschaft haben, die zu faul sind zu arbeiten, dass die hier von uns rundum versorgt werden. Und was in dem Fall noch viel schlimmer ist, man muss mal genau überlegen, diese Person hat als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet in Afghanistan. Er war, wenn man das genau nimmt, ein Kollaborateur. Er hat nämlich im Prinzip für den Feind, der das Land angegriffen hat oder einmarschiert ist, gearbeitet. Dass der natürlich von der jetzigen Regierung in Afghanistan bedroht ist, ist ganz normal und wäre in jedem anderen Land genauso. Genau. Ne? Also unsagbare Zustände hier. Das hätte er sich und wie gesagt, vorher überlegen müssen. Das müsst ihr nur mal hochrechnen, genau. Wie viele mittlerweile hier im Land sind. Allein die Ausgaben, die nur für Flüchtlinge dieses Jahr ausgegeben worden sind, ungefähr 50 Milliarden. Ne? 50 Milliarden, die einfach mal so wirklich rausgehauen werden. Richtig. Aber, und dann kündigen Sie uns ja alle mal an, diese tollen Grenzkontrollen. Ne? Ihr wart sicherlich auch schon mal der eine oder andere jetzt an der Grenze. Entweder ist gar nichts oder was ist mal so eine sporadische, dass wir mal hier mal pro forma aufgebaut haben. Und jetzt auch in Johanngeorgenstadt und so, ab und zu stehen mal welche da. Aber ich hatte auch ein ganz Das natürlich auch, Todarbeit tut sich da keiner. Aber darum geht es gar nicht. Aber ich hatte ein sehr nettes Gespräch mal irgendwann die Tage. Und da hat auch der Bundespolizist, mit dem ich mich wirklich sehr nett unterhalten habe, gesagt, es ist genau so, wie wir das auch sagen. Nämlich, die stehen da nur, damit die Bevölkerung beruhigt ist. Und das aus einem Munde des Bundespolizisten. Also, jetzt können auch gerne alle ein bisschen näher kommen, ein bisschen zusammen, dass wir hier ein schönes Bild haben, dass er da nicht hinten alle nur da in der Gruppe steht. Ruhig mal alle ein bisschen ran. Wir haben ja alle keine Angst vor Corona, also ruhig zusammenrücken. Und dann gebe ich jetzt, weil ja ein bisschen kältere Temperaturen sind, dann an Wolfgang weiter. Der wird euch ein bisschen einheizen, damit euch etwas...